herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin eure Tatzi und ja, wir arbeiten heute an dem Harry Potter Bild weiter. Genau. Wir haben hier schon den Voldemort und wir haben den Malfoy und ein Stück Snape. Genau. Ich wollte gucken, ob ich die dunkle Seite, in Anführungsstrichen, heute dann in dem Paint With Me fertig kriege. Ja, wenn nicht, dann nicht. Werden wir dann sehen. Vielleicht schaffen wir auch schon hier wieder ein Stückchen dann hier weiterzumachen. Also hier dann. Sehen wir dann. Machen wir erstmal hier Lichtchen an. Ja, ich bin verwöhnt. Ich painte eigentlich nur noch mit iPad. Ja, genau, das war's. Ja, ich habe jetzt hier auf jeden Fall auch mal eine neue Sortierbox. Bin ich super, super zufrieden mit. Ich habe mir hier einfach, ich weiß nicht, ob man das erkennt. Ja, erkennt man. Mit Edding draufgeschrieben, da ich jetzt immer mit diesen Stickern so meine Probleme hatte. Genau, dementsprechend benutze ich halt Edding. Funktioniert genauso gut. Ich wollte ein bisschen mal hier oben, dann kann ich das nämlich näher zu mir holen. Ja, das ist gut. Ja, ich habe das Bild doch schon angefangen. Wollte ja eigentlich erst das Auftragsbild fertig machen, bevor ich das hier anfange, aber ich habe es dann doch schon angefangen. Ich konnte nicht anders. Genau. Und daran machen wir jetzt auch weiter. Wieder mit dem schönen Schiffchen von Pichu. Genau, ich habe hier noch meinen Keramikcutter, weil das müssen wir schneiden. Und meinen tollen Stift. Ich habe jetzt hier so Fingerbandage-Tape drum gemacht. Ich hatte ja nach einer Möglichkeit gesucht, dass das nicht mehr so rutschig ist. Und ja, es funktioniert gut. Also kann ich nur weiterempfehlen. Es funktioniert wirklich gut. Es rutscht nicht, es hält gut, es fühlt sich nicht kacke an. So passt. Ja gut, man sieht halt nicht mehr das schöne Muster vom Stift allgemein, aber es kommen ja auch wieder kältere Tage, wo man das dann ja auch problemlos abmachen kann, ohne Klebereste, hoffe ich. So ist der Plan. Weil ich denke mal schon, dass das ohne Klebereste geht. Mhm. Genau. Ich habe hier weiterhin noch meinen Waldfrucht-Duftwachs von der Heidi. Hält wirklich lange, muss ich sagen. Also bin ich sehr zufrieden immer noch mit. Und es duftet immer noch toll, obwohl es offen liegt. Genau. Ich wollte demnächst aber mal wieder Nachschub bestellen. Und zwar vom Zauberstab. Probe gehabt, absolut verliebt. Drin. Irgendwie passt das hier mit der Bandage aber nicht. So, jetzt ist besser. Und halt hier nochmal den Rest für den Multi-Aufsetzer von dem mittlerweile sehr ramponierten Diamond Art Club Herzchen. Aber ich knete es immer wieder, benutze es weiterhin und es funktioniert. Mehr muss ich dazu, glaube ich, nicht sagen. So, wir machen hier den, schneide hier mal den Abschnitt. Nach oben hin kann ich nicht gut schneiden. Ich merke das schon. Ja, Paint With Me gab es lange nicht mehr. Ja, ich hatte jetzt ein paar Reviews, wie ihr schon ein paar gesehen habt. Ich hatte, ja, die hatte ich halt gemacht und hatte dann noch ein Unboxing und wusste auch nicht so recht, was ich erzählen sollte, weil es gab halt nichts Aufregendes und ja, genau. Genau, aber ich dachte, jetzt ist mal wieder Zeit für ein Paint With Me und habe auch ein bisschen was zu erzählen. Und dann dachte ich, ja, machen wir das doch einfach mal. Ja, was heißt bisschen was? Also viel nicht, aber ja. Bald jetzt letzte Woche, diese Woche, nein, diese Woche hat erst angefangen.
Ich war jetzt letztes Wochenende im Osten gewesen, bei der Familie von meinem Freund. Mit meinem Freund zusammen natürlich. Der ist jetzt auch da noch, weil der bei einem Umzug mithilft. Ja, dich wollte ich eigentlich nicht abmachen. Du gehst wieder an Ort und Stelle. Okay, das Bild müssen wir versiegeln, wenn es fertig ist. Wo kommen diese ganzen einzelnen Steinchen noch her? Ich dachte, ich hätte sie alle aufgesammelt. Ja, auf jeden Fall, der ist da jetzt noch bis Freitag. Also bis Freitag habe ich sturmfreie Bude. Werde ich nicht viel von merken, weil ja, ich sowieso arbeiten muss ab heute. Also wir haben jetzt heute Mittwoch, glaube ich. Wir haben auch Mittwoch, oder? Ja, wir haben Mittwoch. ich bin schon wieder total verwirrt. Ich bin viel zu früh wach gewesen. War schon kurz vor eins wach. Das heißt, es wird eine lange, lange, lange Nacht werden. Aber gut, das ist nun mal so, ne? Ich meine, gut, ich hatte halt wieder zum Tagesrhythmus gewechselt gehabt und ja, da muss man damit rechnen. Aber im Nachtrhythmus ist man rucki-zucki wieder drin. Das geht richtig schnell. Ja, ich bin super zufrieden mit den großen Tic-Tac-Dosen. Also das sind sie ja. Einziges Makel ist jetzt, ich habe ja das große personalisierte Schiffchen von Pichu und dafür ist der Eingang zu klein. Leider. Deswegen muss ich dann die Kappe mal abnehmen. Aber gut, ist halt so. Lässt sich halt nicht ändern. Ich könnte ja auch einfach ein anderes Schiffchen benutzen, aber will ich nicht. Genau. Ja, ansonsten bin ich mit diesen Boxen wirklich super, 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 super mega zufrieden. Also da gibt es echt nichts zu meckern. Also die werde ich jetzt auch weiterhin benutzen, glaube ich. Also bin ich noch mehr zufrieden als mit dem Köfferchen, mit dem runden Düschen. So, mit den kleinen Tic-Tac-Dosen komme ich ja so gar nicht klar. Aber jetzt die großen, die sind echt supi. Genau. Ja, genau. Ich war im Osten. Bin ich auch super, super gerne. Also in Thüringen war ich. Und ja, ich bin da super, super gerne. Fühle mich da pudelwohl. Bin auch echt froh, dass ich so herzlich von der Familie halt auch aufgenommen wurde. Da bin ich halt ja, andere Sachen gewohnt. Wie zum Beispiel bei meiner Ex-Freundin. Also da war ich sozusagen das schwarze Schaf und an einem Schulter schief lief. Und ja, also von daher bin ich da ganz froh, dass ich da so herzlich auch aufgenommen wurde. Und wie gesagt, fühle mich da auch echt super, super wohl. Und freue mich immer, wenn wir da hinfahren können. Es ist eine lange Strecke. Wir fahren da mehrere Stunden. Es ist halt immer ja, lange Strecke. Also 4 Stunden muss man schon einplanen. Aber das nehme ich gerne in Kauf. Genau. War auch richtig schön wieder gewesen. Wir haben eine Feuertonne gemacht. Wo ich mir dann mal so wunderbar dann die Schienbeine verbrannt habe, weil ich dachte, ja, kurze Hose, das reicht. Nächstes Mal weiß ich wieder, Feuertonne muss ich definitiv lange Sachen anziehen. Mein Feuer hatte ich schon alles andere verbrannt. Gesicht. Ich hatte eine Gesichtshälfte rot, eine weiß. Jetzt wird die andere langsam auch wieder weiß. Sieht da einigermaßen einfarbig aus. Ja. Ich habe meine Sonnencreme halt nicht mitgenommen. Ich hatte mich extra unterm Baum gesetzt, weil ich dachte, ja, komm, nee, so stark ist die Sonne noch nicht. Ja, Pustekuchen. Ich saß ein Nachmittag, also ab frühen Nachmittag saß ich draußen bis abends und ich hatte beide Unterarme verbrannt, ich hatte die Knie verbrannt, ich hatte das halbe Gesicht verbrannt, ich hatte auf der einen Seite Hals und Schulter verbrannt, ja. Und ich saß unter einem Baum. Halb im Schatten. Wohlbemerkt.
Das nächste Mal weiß ich wieder, ich muss meine 50 plus Sonnencreme mitnehmen. Ich habe halt sehr empfindliche Haut. Aber das Aftersun hilft ganz gut, bin ich ganz froh drum und ja. Ich sehe wieder einigermaßen einfarbig aus. So, jetzt Unterarme sieht man halt auch kaum noch was. Also ist wirklich. Hier sieht man noch, dass das hier deutlich heller ist als hier so, ne? Aber es ist so gut wie weg. Mein Gesicht ist auch wieder einfarbig. Ja. Lerne ich vielleicht draus, ich glaube aber weniger. Weil ist nicht das erste Mal, dass ich so verbrenne. Daher ist fragwürdig, ob ich da wirklich draus lerne. Okay, bei meinem Tempo schon wieder kriegen wir, glaube ich, nur den einen Abschnitt fertig. Im Moment bin ich irgendwie nicht sonderlich schnell beim Painten. Haben wir noch Haars? Ja, wir haben Haars. Aber nur ein paar. Also im Moment bin ich irgendwie nicht so schnell. Wenn ich quatsche, sowieso nicht. Ja, das ist halt, das soll man sagen, ne? Das ist halt so. Ja, aber ja, wie gesagt, war auf jeden Fall wieder sehr schön. Hier haben wir doch sicherlich auch einige. Ja. Die sagen, das Döschen ist noch so voll, da müssen wir noch was haben. Ja, jetzt gerade warte ich eigentlich nur sehnsüchtig darauf, dass 17 Uhr wird, dass ich mir was zu essen holen kann. Und ich denke mir gerade so, jetzt vorher noch Brot machen, wenn ich mir dann irgendwie dick war zu. Ach, jetzt habe ich schon wieder. Jetzt, man sollte das Döschen vielleicht zumachen, wenn man gerade nichts mehr rausnimmt. Jetzt habe ich schon wieder hier so viel ausgekippt. Wenn ich mir dann heute schon was hole und Freitag eventuell, dann wir dann auch was holen, wenn ich dann meinen Freund vom Bahnhof abhole und ich dann nachher nochmal arbeiten muss. Sollte ich das Brot vielleicht dann heute einmal ausfallen lassen. Besser zu. Sonst wird das mit dem Abnehmen nicht. Nix. Ich habe auch gestern vergessen, auf die Waage zu gehen. Gestern war ja Dienstag. Ja, ist vielleicht auch besser so. Ich habe wieder viel zu viel gegessen, während wir da waren. Ja, aber gut, ich sage mir halt immer so, naja, wenn irgendwie was Besonderes ansteht und etwas ist, was halt nicht regelmäßig ist, dann scheiß auf deine Punkte und ess. Und ja. Das habe ich getan. Daher habe ich das gestern einfach mal ausfallen lassen. Achte diese Woche wieder ein bisschen vermehrt drauf und genau. Dienstag geht es dann wieder weiter. Ich fahre heute auch schön wieder mit Fahrrad zur Arbeit, glaube ich, falls der Wind nicht so stark bleibt. Es ist gerade ziemlich arg windig. Weiß ich nicht, ob man das vielleicht hört in der Kamera. Ich habe das Fenster halt offen. Und die Terrassentür habe ich auch offen. Einfach, dass hier endlich mal Luft in die Wohnung reinkommt. Also Dachgeschosswohnung, Hitze wieder rauskriegen, ist echt bescheiden. Also ist nicht einfach. Ich mag meine Wohnung, aber Dachgeschoss ist halt kacki. Teilweise. Genau. Ach genau, ich wurde dann auch neu angekleidet. Als ich im Osten war. Ich finde es nach wie vor ungewohnt, aber nicht schlecht. Ist halt Leggings. Ist in dem Fall auch nur Umstandsleggings. Ich habe halt relativ viel Bauch und bei mir rutscht dann immer alles sehr schnell.
Und die saß gut, warum also nicht, ne? Ja, und dazu ein Hängerchen. Ungewohnt in dem Sinne, weil ich gehe für gewöhnlich in eine Männerabteilung einkaufen. Einfach weite T-Shirts, Hosen, die keine Dekotaschen haben und so, ne? Ja, ich muss sagen, ich fand's ungewohnt, aber nicht schlecht. Also, mir hat das wohl gefallen. So, dieser Look. Werde ich bestimmt im Sommer auch mal häufiger tragen. Ja, Zieh haben wir auch sehr gut. Aber nicht so viel. Ja, fand ich nicht schlecht. Genau. Was gab es noch Interessantes? Viel Interessantes gab es eigentlich nicht. Nee. Bin ich mit meiner Erzählung eigentlich schon fast wieder am Ende. Außer, dass ich erstmal eine voll die Allergieattacke gekriegt habe, weil der Nachbar Rasen gemäht hat. Ja, ich weiß schon, warum ich hier immer alles wieder verrammel und verriegel, wenn ich höre, dass irgendwo ein Rasenmäher an ist. Aber wir saßen halt gemütlich draußen und ich wollte dann auch nicht nach drinnen flüchten. Ja, Ende vom Lied war, ich habe erstmal voll die Allergieattacke gekriegt. Also Tränen, rote Augen, triefende Nase, Heuschnupfen halt, Gräser sind halt ganz schlimm. Also Rasenmähen geht gar nicht für mich. Bin ich ganz, also reagiere ich ganz empfindlich drauf. Oder eher mein Körper reagiert ganz empfindlich drauf. Ja, deswegen wäre für mich auch ein Garten nichts. Also ich finde Garten wunderschön. Ich hätte da auch viele Ideen, so was man da Schönes machen könnte und so. Aber ja. Ja. Ich könnte ihn halt nicht bewirtschaften. Weil wegen hochgradig Heuschnupfen. Genau. Aber wenn ich schon weiß, so ich fahre irgendwo hin, wo es ländlich ist. Gut, ich wohne jetzt auch in der Kleinstadt, sehr nah am Land und so, aber hier bin ich ja größtenteils drin. Ich bin halt einfach ein Stubenhocker. Nicht immer freiwillig, aber ich gehöre, glaube ich, eher zu der Sparte Stubenhocker. Kostet ja auch alles Geld. Ich meine, selbst wenn man Sachen unternehmen will, so abgesehen jetzt in der Pampa wandern zu gehen, ne? Aber egal, was du unternehmen möchtest, ob es draußen ist, drin ist, ich meine, selbst dieser Gartenmarkt, wo ich jetzt letztens war, muss man Eintritt bezahlen. Ne? Es kostet halt alles Geld. Und das habe ich nicht. Eigentlich bin ich ein Mensch, der gerne Sachen unternimmt. Also gerne rausgeht, hier mal gucken geht, da mal gucken geht, hier eine Veranstaltung besucht. Ja, was heißt Veranstaltung? Also, weiß ich nicht. Ich würde auch total gerne mal wieder im Moviepark fahren. Aber wenn ich dann höre, ein Erwachsener, 50 Euro. Ja, da wird mir schon wieder ganz anders und ich denke mir, okay, ja, das klar hat sich erledigt. Ja, ne, also, was soll ich sagen? So. Ist halt scheiße. Auf Deutsch gesagt. Ich hoffe, das Video wird nicht gesperrt, so auf wie ich jetzt das Wort gesagt habe. Ja, ne, es ist halt nicht schön. Ne, alles kostet Geld, alles wird teurer. Eigentlich bin ich ein unternehmungsfreudiger Mensch. Aber es dürfen auch nicht zu viele Menschenmengen sein. Zum Beispiel, wo ich immer war, ich weiß gar nicht, ob das dieses Jahr wieder stattfindet, habe ich mich gar nicht erkundigt, wahrscheinlich, weil ich dann hätte eh arbeiten müssen. Ich weiß nicht, ob es stattgefunden hat oder nicht. Aber wo ich all die Jahre immer war, war Japantag in Düsseldorf. Fand ich total toll immer.
Ich mag ja die japanische Kultur. Ich liebe Mangas und Animes und ja. Dementsprechend war ich immer auf dem Japan-Tag. War ja auch ganz gut so, ne? Ich meine, ne, kostet kein Eintritt, ist frei begehbar und sowas. Das war schon mal gut und ja, aber es wimmelt da vor Menschen. Man hat jetzt lange Zeit wegen dem großen Zeh nicht stattgefunden. Ich weiß nicht, wie es dieses Jahr ist. Müsste dann auch gewesen sein. Ist immer im Mai. Dementsprechend müsste das dann jetzt auch schon stattgefunden haben, wenn es dieses Jahr stattgefunden hat. Aber ganz ehrlich, ich habe danach wirklich erstmal 3 Tage Pause gebraucht. Einfach um diese Reizüberflutung zu verarbeiten, die Menschenmengen. Ich habe ja Angst vor großen Menschenmengen. Ja, ich weiß, das ist sehr widersprüchlich. Man hat Angst vor großen Menschenmengen und geht dann auf so eine Convention, aber diese Convention ist es mir halt wert. Und man muss ja auch immer weiter an sich arbeiten, ne? Also von daher bin ich immer hingegangen, aber ich habe danach auch erstmal wirklich 3 Tage Pause gebraucht. Für mich keine Menschen, außer halt dann. In dem Fall war es meine Partnerin, aber gut, die bin ich auch nicht losgeworden. Ja, aber ich brauchte wirklich erstmal 3 Tage Husa, um wieder runterzukommen. Dementsprechend, ja, muss so eine Veranstaltung dann auch immer für mich gut geplant sein, dass ich dementsprechend danach erstmal dann auch ein paar Tage frei habe und so. Genau. Ja, alles nicht so einfach. Also hier hocke ich dementsprechend halt größtenteils drin, da brauche ich dann auch nicht wie hinter einer Allergietablette reinpfeifen. Aber ich habe immer ein paar da, falls ich dann mal irgendwie wegfahre oder so. Dass ich die dann vorsichtshalber nehme. Genau. Und die Zeit ist gleich um. Wir starten einmal neu. Ja, habe ich auch immer noch nicht nachgeguckt. Ja, irgendwie, ich vergesse das jedes Mal. Und wenn ich dann wieder anfange, ein Video zu drehen, ach ja, da war ja was. Du wolltest ja gucken, ob man das so einstellen kann, dass man länger als eine halbe Stunde aufnehmen kann. Am Stück. Ja. So viel halt dazu. Aber hey, ich quatsch euch jetzt schon seit über 20 Minuten Kotlin dann und so. Und musste noch nicht überlegen, was ich als nächstes sage. Ich werde besser. Mir fällt das Reden langsam leichter. Ja, ich muss auch sagen, im Stream, also wenn ich streame, manchmal streame ich auf Twitch, aber dann eher Gaming-Sachen, da fällt es mir leichter, weil ich halt auf das reagieren kann, was andere Leute mir halt im Chat schreiben. Genau. So, dann kann ich darauf reagieren und finde gemeinsam ein Gesprächsthema. Oder ich labe einfach das, was ich da gerade im Spiel halt mache, so. Da hatte ich nie Probleme, so, ne, interagieren und quatschen und reden. Ich finde halt so, in einem Video ist das nicht so einfach so. Da musst du erstmal überlegen, ja, worüber rede ich denn am besten? Wie kriege ich irgendwie eine halbe Stunde Gesprächsstoff voll? Ich versuche ja immer knapp eine halbe Stunde so mit euch zu quatschen, wie ich dann in den Speedpaint rübergehe. Zumindest ist so immer der Plan. So, meistens hat es ja auch ganz gut geklappt. Ja. Ja, mit meinen Plänen bin ich irgendwie noch nicht so ganz weitergekommen. Genau, ich wollte ja im Prinzip so ein Bild in verschiedene Teile aufteilen. Und damit dann meine Paint-Videos machen und ihr könnt dann so miträtseln, was das Bild werden könnte und so. Da habe ich noch kein passendes Bild für gefunden.
Genau. oder halt, ich habe auch, die meisten sind halt, ne, mit sowas und, ja, Backpapier sieht man dann auch wieder durch. Da müsste ich mir erstmal mal Release Paper bestellen. Das dauert dann wieder ein bisschen und, ja, ich weiß, Ausreden gibt's viele. Gibt's immer. In Ausreden finden bin ich auch hervorragend. Nee, auf jeden Fall, da bin ich noch nicht weiter und irgendwie, ja, ich war jetzt halt übers Wochenende weg und so, dementsprechend habe ich auch noch keine Kapitel zum Lesen aufgenommen, ehrlich gesagt. Und ich habe auch die Buchreihe noch nicht gefunden. Ich habe sie irgendwo da in meinen Schränken, vielleicht auch noch in meinen Haufen von Kartons, die ich nicht einsortiert habe, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich einfach keinen Platz habe. Und ich weiß, wohin damit. Das aber auch nicht wegtun will. Ach komm schon. Der Wachs ist schon wieder stärker als der Kleber auf der Leinwand. Ja. Da bin ich halt noch auf der Suche. Ich wollte ja mit der Shadowhunter-Trilogie beginnen. Genau. Für die, die nicht wissen, wovon ich gerade rede, ich habe ja im letzten Paint With Me so überlegt, was man ja auf diesem Kanal noch machen könnte. Und wollte da halt so eine Leserunde starten. Also, dass ich halt painte und ihr hört daneben dann ein Kapitel aus einem Buch. Genau. Da muss ich dann auch noch ein passendes Bild für aussuchen, weil ich habe dann überlegt, dass wir das halt zu einem bestimmten Bild dann auch machen. Genau. Also, das dann sozusagen, das ist dann so das Leserunde-Bild. Ihr wisst, was ich meine. Genau. Das wird zumindest der Plan. Oh, jetzt wird es wieder windiger. Wind, hör auf, ich wollte mit Fahrrad zur Arbeit fahren. Auch wenn es morgen früh regnen soll. Aber ich meine, wenn ich nach Hause fahre, ich kann mich ja zu Hause dann umziehen. Da sollte das nicht so das Problem sein. Na komm. Wie weit sammeln sich in den Schiffchen immer so Wachsreste? Nervig. So. Haben wir überhaupt S? Ja, wir haben S. So sehe ich ein S. Ich packe mal ein paar rein. Dann gehen wir mal auf S-Suche. Ja, wir haben ein paar S. Ja, auf jeden Fall wollte ich da mit der Shadowhunter-Trilogie beginnen. Ich finde halt den Film, den es schon dazu gibt, echt gut. Und ich wollte schon immer die Bücher mal lesen, aber ja, ich bin halt ein bisschen lesefaul und muss mich so ein bisschen durchringen zu lesen. Ist aber gut, wenn ich lese, halt zur eigenen Übung auch, weil ich halt auch an der Leserechtschreibschwäche habe. Und ja, ich eigentlich so ein Mensch bin, der dann übt. Zwar auch, früher habe ich immer Fanfiction geschrieben. Genau. War zwar katastrophal, also die Ergebnisse. Also wenn ich dann heute lese, dann denke ich mir so, Mädel, dein Ernst? Was hast du da fabriziert? So, ja, aber letztendlich, hat es mir halt geholfen. Also, ne, ich habe halt immer wieder geschrieben, geguckt, wie kann ich das verbessern. Ich habe halt auch sehr lange gebraucht zwar, aber ich habe dann auch versucht, so ein bisschen drauf zu achten, so, wie genau schreibt man das denn jetzt nochmal und, ja, wenn ich da halt so durchstöber, kann man halt auch einen Unterschied erkennen zu den Zeitpunkten, wo ich die Fanfiction halt geschrieben habe. Also man erkennt dann halt irgendwann auch einen Unterschied.
Und dementsprechend würde ich halt sagen, hat mir das zum Positiven geholfen. So. Das sind jetzt zwar keine Fanfiction, die jetzt jeder lesen würde, weil die teilweise wirklich katastrophal geschrieben sind. Aber es hat halt geholfen. Und dementsprechend möchte ich auch wieder mehr lesen. Ich habe mir auch die Kindle-App geholt. Habe da alle Harry Potter-Teile gelesen. Jetzt ist der Wachs wieder stärker als der Kleber. Nein. Habe mir da auf jeden Fall auch die kompletten Harry Potter-Bücher mal wieder gelesen. Möchte einfach dranbleiben und dachte mir so, das ist schon eine nette Idee, wenn man das Ganze dann aufnimmt. Also sollte ich dann in den Videos, die dann irgendwann mal kommen sollten, manchmal den Faden verliere, anfange zu haspeln, bei manchen Wörtern stocke, entschuldige ich mich jetzt schon mal für, dann liegt es einfach in der Leserechtschreibschwäche. Genau. Aber ich fand das trotzdem eine nette Idee. Einfach mal zu machen. Für mich geht es dann heute wieder 3 Nächte arbeiten. Meine Motivation ist so lala. Wahrscheinlich auch, weil mein Daumen einfach so weh tut. Ich dachte erst, oh ja, wird ja besser, brauchst nicht zum Arzt gehen. Ich meine, ich habe ja seit 3 Wochen schon Schmerzen da drin. Oder 4, ich weiß es nicht genau. Und jetzt wurde das aber so schlimm, also deutlich schlimmer, dass ich mir dann doch mal einen Arzttermin geholt habe. Ja. Gott sei Dank, der rechte Daumen. So kann ich weiter painten und anderes Zeug machen und schreiben und so weiter und so fort. Weil ich einfach Linkshänder bin. Aber ich weiß dann auch nicht, warum mir der rechte Daumen wehtut. Also was ich da gemacht haben soll. Ich hatte keinen Unfall oder nichts so. Das tat halt von heute auf morgen weh. Ja, keine Ahnung. Ist auch nicht hier irgendwie hier unten das Gelenk, sondern genau hier in der Mitte. Das Mittelgelenk. Also keine Ahnung. Ich habe mir jetzt auf Amazon auf jeden Fall erstmal so eine schöne Daumenbandage halt bestellt. Ich habe schon wieder ein Ding hier umgeworfen. Bis ich dann den Termin mal habe. Weil das dauert noch ein bisschen. Am 1.6. habe ich, glaube ich, den Termin. Ja. 1.6. Nee, das waren alle eins. So, dann machen wir jetzt noch W. Nach dem W, oh, es sieht noch Regen aus. Nach dem W gehen wir dann in den Speed Paint. Ich bin heute wirklich wieder irgendwie langsam unterwegs. Ich weiß auch nicht, irgendwie. Das W mache ich jetzt aber auf jeden Fall noch mit euch zusammen. Die 939. So. Ja, mir geht jetzt auch langsam der Gesprächsstoff aus. Weil eigentlich habe ich jetzt alles erzählt. Schon wieder. Man merkt, in meinem Leben passiert nicht so viel. Ich hatte jetzt die letzten Tage sehr mit Migräne wieder zu kämpfen. Wahrscheinlich, weil ich mir auch ein bisschen die Kopfhaut verbrannt habe. Passiert mir nicht auch sehr schnell. Also, ich brauche eigentlich nur Sonne sehen und verbrenne. Also, ist auch keine Sonnenallergie oder so, sondern ich habe einfach so empfindliche Haut. Ja. Ich hatte erst ein bisschen Angst um mein neues Tattoo, weil das mit verbrannt ist. Also die Haut um mein neues Tattoo ist verbrannt. Aber es ist weder ausgeblichen, noch es hat das Tattoo irgendwie Schaden genommen. Also alles nochmal gut gegangen. Ja, das
war dann mal so. Ja. Aber gut. Ich habe es ja mal wieder überstanden. Ich hatte auch schon mal richtig schlimme Sonnenbrände. Wo ich dann richtig Blasenbildung schon hatte. Also so Brennung zweiten Grades. Nur durch die Sonne. Von einem Nachmittag. Da war ich noch in der Grundschule. Da hatten wir halt für die Abschlussfeier oder Abschlussveranstaltung halt geübt gehabt. Da haben wir so eine Zirkusauftritt halt gemacht. Und hatten dafür geprobt und geübt im Garten, war pralle Sonne und ja, klein Tazi meinte, sich nicht eincremen zu müssen. Ja. Das Endergebnis war, ich hatte sogar Bläschen vom Sonnenbrand. So, auf dem Sonnenbrand. Ja, also demnach, ich glaube, dieser Lerneffekt da ist bei mir noch nicht so ganz angekommen. Das Traurige ist ja, ich bin nach dem Sonnenbrand meistens genauso weiß wieder wie vorher. Was wirklich, wirklich traurig ist. Wo ich dann auch nicht weiß, warum lasse ich das überhaupt über mich ergehen, so. Ja, ich bin halt ein sehr heller Hauttyp. Ich meine, zum Tätowieren ist das super. Also ich habe eine super Tätowierhaut. Aber für alles andere ist es halt kacke. Ja. Ja, so, das Wie haben wir jetzt gleich fertig. Dann gehen wir über in den Speed Paint. Mit etwas Glück gibt es dann auch für euch dann demnächst doch ein Diamond Art Club Unboxing. Gut, mit der Tracking-Nummer kann ich gerade irgendwie, die verwirrt mich eher ein bisschen. Also das ist jetzt wohl irgendwie erstmal beim Zoll gelandet und wird jetzt irgendwie unverpackt irgendwie weitergeleitet und ja, irgendwie alles ganz komisch. Ich warte aber weiter fleißig ab, ob es noch hier ankommt. Ich hoffe, dass es ankommt. Dann wird es auf jeden Fall ein Unboxing für euch geben. Also es tut sich auf jeden Fall was bei dem Paket. Genau. Da wollte ich nochmal einen aktuellen Stand geben. Da gab es ja Probleme mit dem Paket und es ist aber jetzt unterwegs. Genau. Ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Ihr werdet dann Unboxing sehen, wenn es wirklich ankommt. Ist auch das erste Mal, dass ich Probleme habe. Ist mein viertes Bild, was ich da jetzt bestellt habe. Und das erste Mal, dass ich da auch Probleme habe. Ja. Aber gut. Für alles gibt es ein erstes Mal. Wir gehen jetzt auf jeden Fall in den Speed Paint, machen den Abschnitt noch fertig und sprechen uns danach nochmal ganz kurz. Bis gleich. Thank you.
machen jetzt die letzten Zahlchen noch einmal zusammen. Hm. Also ich bin nach wie vor echt zufrieden mit dem Bild. Ich war ja früher gar nicht für rund. Ich meine, ich habe ja sogar als purer Anfänger schon mit eckig angefangen. Hm. Konnte mich nie so richtig für rund begeistern, aber mittlerweile muss ich sagen, ist rund teilweise echt mal entspannend. Also mache ich mittlerweile zwischendurch echt ganz gerne. Hm. Muss ich auch sagen, die Ergebnisse sind gar nicht mehr so schlecht, wie ich immer denke. So. Klar, dieses Bild könnte ein bisschen größer sein. Es ist 90 mal 30 Leinwandgröße. Könnte ein bisschen größer sein. Gebe ich offen zu. Aber ich finde für die Größe, man erkennt, was es darstellen soll, sage ich mal so. Die Gesichter sind ein bisschen arg verpixelt, klar. Jetzt für euch von der Kamera sieht es eigentlich ganz in Ordnung aus. So. Vom Nahen denke ich mir so, ja, das soll ein Gesicht darstellen. Aber das ist ja klar. Das ist ja vollkommen normal. Ja. Ist ein bisschen kacke gedruckt, das eher. Ein bisschen breit geraten. Ab und man erkennt. Muss ich jetzt gerade nur noch mal einmal genauer hingucken. Aber doch, man erkennt. So, wir machen jetzt noch die letzten, die ich übersehen habe. Genau. Aber ich muss sagen, so grob mit dem Bild bin ich zufrieden. So unser Malfoy haben wir jetzt auch fertig. Ich kann euch gleich noch mal ein Stückchen rausnehmen und mache dann auch das Lightpad noch mal aus. Ich meine, das gesamte Bild habt ihr ja schon im Unboxing gesehen. Welches, wenn ich dieses Video drehe, rauskommen sollte. An dem Tag. Wenn ich mich jetzt nicht total vertue, kann auch sein, dass es dann erst einen Tag später rauskommt. Ich habe irgendwie kein Zeitgefühl mehr. So. Ich hole euch mal einmal ein bisschen raus. Dann könnt ihr schon mal das bis jetzt begutachten, zwar auf dem Kopf, ja, weil die Kamera steht hinterm Tisch. Aber ja, ich glaube, man erkennt, was ich meine. So, ne? Also vom Weiten, man erkennt Malfoy, man erkennt Voldemort, keine Frage. So, vom Nahen sieht das Ganze halt sehr arg pixelig aus. Ich kann das mal einmal ein bisschen näher ranholen. Ja, ne, da erkennt man, glaube ich, was ich meine mit arg pixelig. Voldemort jetzt nicht so, aber Malfoy schon. Ja, aber man steht ja von weiter weg davor und für den Preis bin ich da schon ganz zufrieden. Ganz ehrlich. So, als nächstes kommt dann halt, ne, unser schönes Trio. Und zum Schluss kommt ja dann nochmal Hagrid, McGonagall und Dumbledore. Genau. Aber wir haben jetzt so die dunkle Seite fast fertig. Wir müssen hier noch ein ganz kleines Stückchen von Snape fertig machen. Aber ansonsten haben wir den dunklen Abschnitt schon mal fertig. Weil ich dunkel in Anführungsstrichen setze, weil Snape ist ja eigentlich gar nicht so böse und Malfoy eher gut. Es wird versucht, ihn böse zu machen, so, aber eigentlich der wirklich böse ist ja eigentlich nur das da. Ich hoffe, ich habe keinen gespoilert, aber ich habe ja nichts Storymäßiges erzählt. Genau. Also für die Story noch gucken, lesen, was auch immer wollen, dürfen jetzt eigentlich nicht zu sehr gespoilert sein. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Drückt den roten Button, ist komplett kostenlos. Über ein Abo freue ich mich nämlich tierisch. Und wenn ihr dann noch die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr nichts mehr auf diesem Kanal. Wie gesagt, es soll ja noch einiges interessante Sachen kommen.
Über Kommentare freue ich mich auch jederzeit. Werde ich auch so schnell wie möglich versuchen, immer zu beantworten. Und in dem Sinne sage ich Tschüdi und bis zum nächsten Mal.